สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีที่เข้ามาชมรายการเรียนภาษาไทยของผมรอดี้ครับ Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Schilderlesen gemeinsam lesen hier aus einem Nationalpark. Schauen wir mal, wie hier der Eingang dieses Pfades beschriftet ist. Wir beginnen zusammen zu lesen. Oben links, na, da steht Sentang. Sentang oder einfach nur Tang ist der Weg. Sentang Siksa, Siksa die Ausbildung, im Grunde dasselbe wie Rian, aber Siksa eben Ausbildung, wenn man etwas sich ja, über etwas informiert oder auch etwas studiert. Also zum Beispiel an einer höheren Schule, da heißt es dann nicht mehr Nak Rian der Schüler, sondern eben Nak Siksa, also ein Studierender eines gewissen Themas und in diesem Fall jetzt eben Siksa. Tamachat, hier haben wir Tamachat, Tamachat, die Natur. Tamachat und jetzt Ba, der Wald, Chai Hat, am Strand, also dieser Strandwald, Waldstrand, Strandwald, genau. Sentang Siksa, es ist also hier beginnt der Pfad, Sentang Siksa, um sich zu informieren über Tamachat Ba Chai Hat, über die Natur hier am Strand, in diesem Wald. Und hierbei gilt es, einige Regeln zu befolgen. Dong Dam Gut Mai, Bang Kho, na krab, Ti Rao Ja An Gan Do. Hier also die Regeln dieses Uteyan, Uteyan Park, Heng Chat, national, auf nationaler Ebene, also ein Nationalpark, Ben Sombat. Ben Sombat, also hier übersetzen sie mit Belong, also der gehört oder ist zu nutzen von Kong Tuktan, Tuktan oder Tukon von jedermann. Also jedermann darf hier rein und jetzt Brot. Brot, bitte, um etwas bitten, Batibat. Verhalten entsprechend, Dangne, den Regeln, die wir jetzt zusammen lesen. Und du siehst hier natürlich auch wieder auf Englisch, alles beschriftet. Folglich müssen wir das gar nicht zusammen lesen. Quatsch, es geht ja nicht nur um die Übersetzung, sondern ums Lesen, auch hier mal wieder dieser besonderen Schriftart. Ne? Wir haben also zuerst Do not write, also nicht schreiben. Was heißt das jetzt? Harm, harm, verboten. Hohi, maito, sra, moma, harm, kit, kit, kian. Wir können uns mal dieses kit wegdenken, ne? So, zwei Finger. Harm kieren, also verboten zu schreiben. Ich denke mal, es bezieht sich hier auf diese Tafel. Man darf also hier nichts hinspreien oder hinschreiben auf dieses Schild. Die erste Regel. Zweite Regel. Harm, hai, es ist verboten, hai geben. Ahan, das Essen oder ja zu essen. Sat, 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 einem Tier oder den Tieren. Ba, des Waldes. Ba. Und dieses Ba hatten wir ja bereits zuvor bei eben dem Weg durch den Wald, nämlich Ba Chai Hat, dem Strandwald. Ba Tuk Chanit, jeder Art, also Tiere jeder Art. Tiere, Tieren jeder Art ist es. Es ist nicht gestattet, Tieren jeder Art Essen zu geben, ne? Also die Tiere zu füttern. Hier auch das Signet dazu, ist ja offensichtlich, worum es geht, aber jetzt hier. Ham, um zu lesen, ham, hai, ahan, sat, ba, tuk, chanit. Okay, zweite Regel. Dann die dritte Regel. Gut, mai, koti, sam, na krab. Ham, bin. Es ist verboten zu klettern, also auf die Bäume offensichtlich. Und schrägstrich, ham, dön. Verboten zu gehen, zu Fuß, dön heißt ja zu Fuß gehen. Org, weg von oder außerhalb des Org, Nog, außerhalb Sentang des Weges, also des Pfades. Man muss also auf dem Pfad bleiben. Ne? Ham, verboten, bin, zu klettern und ham, den Org, Nog, Sentang, außerhalb des Wegs zu gehen. Dann die vierte Regel hier unten, mai, nam, püt, nicht to lead. Sagen wir mal nehmen. Mein Name nicht nehmen. Püt, Pan, Flora oder Flora. Ja, Pflanzen, sagen wir mal. Nicht Pflanzen nehmen. Le,
Sapyagan und Gegenstände oder Ressourcen des Waldes. Also das, ja, ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu lesen hier. Pütpan, Pütpan, le und le. Dann von hier weiter, hier wiederum nicht trap, trap, sondern Sapyagan, Sapyagan, Sapyagan. Und hier dieses Ding, das ist eben Gorgai und Rorir gelesen als Gan. Und dann Tamachat, Tamachat der Natur, also natürliche Ressourcen. Also einfach keine Pflanzen hier mitnehmen, ne? Kommen wir zur nächsten Regel. Jetzt wird's einfacher. Ham, Ting, verboten wegzuwerfen, Kaya, Abfall. Also hier keinen Abfall entledigen. Und Ham, Go, Gong, Fei, also kein Feuer machen. Ham, Song, Siang, Dang, kein Lärm machen. Ham, Song, Song heißt eigentlich senden, in dem Falle aussenden. Siang, ein Laut, Dang, der Laut ist, also ein lauter Laut. Also kein leise, sondern ein Laut. Spaß beiseite. Ham, Song, Siang, Dang, also nichts Lärm, kein Lärm verursachen. Und dann eben noch Rau, Jamai, Geb, Arai, Bai. Wir behalten nichts. Nok, Jag, Pap, Tai. Außerhalb oder außer von Bildern, die wir machen. Also wir nehmen nichts. Also wir nehmen nichts mit, außer den Bildern, die wir mit der Kamera machen. Rau, Jamai, Ting, Arai, Wai. Und wir werfen hier nichts weg, wir lassen nichts zurück. Nok, Jag, Roi, Tau. Außerhalb unserer Fußabdrücke. Also nichts mitnehmen außerhalb der Bilder und nichts hier lassen außer den Fußabdrücken. Rau jamai geb arai bai, nok jak pap tai. Rau jamai ting arai wai, nok jak roi tau. Na krab. Super, dann wollen wir mal reingehen und sehen, was wir hier alles finden.